Ja, bei 32 Grad freuen sich nicht nur Menschen auf Eis. In unserem Fall gibt es heute ein Hundeeis. Hierzu nehmen wir Curling Frischkäse und Leberwurst. Das Ganze wird vermischt, in diese Förmchen reingebracht, eingefroren. Schon gibt es auch für den Hund ein leckeres Eis. So, und nun ab in die Schälchen. Und nun ab damit in den Gefrierschrank für 4 Stunden. Fertig eingefroren, sieht das Ganze dann so aus. Nun schauen wir mal, ob es dem Hund auch schmeckt. Martin, komm! Komm! Da.